Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 443 von The Witcher 3 Wild Hunt im New Game Plus, Part 68, im New Game Plus. Jo, und ich bin jetzt hier zu unserem Auftraggeber zurückgereist, muss gleich ziemlich stark niesen, bin ich doch recht sicher. Und wollte dem nur Bescheid geben, dass wir eigentlich nur Scheiße gebaut haben, aus seiner Sicht. Und dann wollten wir hier in dem, oder ich sag's danach. So, machen wir einfach mal jetzt weiter. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie dran gekriegt? Da ist kein Monster im Wald, nur Scoia'tael. Nein, ich habe nichts gefunden. Nein, ich habe mich in den Wäldern umgesehen, aber nichts gefunden. Vielleicht ist sie weitergezogen. Entweder das, oder du taugst einfach nicht als Hexer. Was machst du hier noch? Geld kriegst du keins, höchstens einen Tritt, mit Glück. Schieb ab! Jetzt braucht Quest aktualisiert. Ist sie jetzt beendet oder? Doch, zählt als abgeschlossen, okay. So, sie haben hier neue Anschlagtafel-Dinger. Jo, gucken wir einfach mal rein. Hat sich nichts getan. So, und wir haben jetzt eigentlich so. Was ist eigentlich schon hier drüber? Reise. Gab es da eine Schnellreisefunktion? Ich weiß das nicht mehr genau. Ich guck mal gerade. Ja, da werden die Leute gehängt. Ja, die sind nochmal witzig unterwegs hier. Grenzposten. War da nicht eine Schnellreisepunkt? Ich bin mir doch recht sicher. Hier irgendwo in der Mitte, genau. Grenzposten. Boah, ist alles so krank hier, ohne Quatsch. Ja, und ich habe mal wieder eine wahnsinnige Idee. Ich habe sie ja im letzten Part schon angekündigt. Ich werde es jetzt mal in die Tat umsetzen. Und zwar würde ich ganz gerne es schaffen, hier hinzukommen. Und das ist ja das Add-on-Gebiet hier, der Bereich. So, da sind relativ starke Monster unterwegs und so weiter. Ich muss mir jetzt irgendeinen Weg suchen, wie wir da schnellstmöglich hinkommen. Keine Ahnung. Jo, ich würde sagen, hier durch Ochsenfurt. Und dann reise ich einfach mal hier in den Norden. Ja, da wären auch noch etliche andere Stellen, die ich dann mal freischalte. Und wie gesagt, da hätten wir auch den Runenschmied und ich will mich auch auf ein, zwei Kämpfe einlassen. Also sagen wir es mal so, es könnte recht witzig werden für euch. Für mich eher weniger. Es klingt sehr stark nach Fail. Meine Sachen sind beschädigt. Wobei, jetzt würden wir ja bei einem Schmied vorbeikommen. Das könnte ich vielleicht noch gerade machen. Oder ich könnte auch mal die Sachen nutzen, die ich so in meinem Inventar rumfliegen habe. Also diese Sachen halt zur Wiederherstellung und so. Waffenreparatursets und Rüstungreparatursets. Jo, ich habe die Schmiedesachen nicht drauf. Also hier Schmiedetisch und Waffenschleifstein und so weiter. Auch das habe ich nicht drauf. Und will so in ein stärkeres Gebiet gehen. Ist natürlich wieder eine grandiose Idee von mir, die wahrscheinlich auch zum Scheitern vorverurteilt ist. Aber man kann es ja mal versuchen. So ist eigentlich mein Standpunkt jetzt. So, das sehe ich auch so durch. Ich werde es jetzt versuchen. Komm, da gehen wir kurz rein. Wenn er ja da ist, da können wir ihm noch ein paar Sachen gerade andrehen. So, komm, hallo. Nee, nein, nicht laden, kein Gespräch, kein gar nichts. Ich möchte eigentlich nur verkaufen. So, mach mal weg mit meinem Kram. Habe ich viel gefunden? Jo, bestimmt ein bisschen was. Was ist denn das hier? Biber, warum trage ich das? Hä? Was macht der? Ach, das erklärt natürlich einiges. Warum hat er das Schwert geändert? Hä, bin ich jetzt völlig wahnsinnig geworden? Bis dann. Das erklärt... Hä? Jetzt bin ich aber wirklich komplett verdutzt. Warum hat er ein anderes... Was ist denn das? Hat er doch voll die Schrottkeule ausgewählt. Oh, das erklärt natürlich einiges. Ja, gut, alles klar. Oh, habe ich jetzt... Ne, ich habe es natürlich deswegen jetzt nicht drauf. Ich dachte, jetzt würde ich vielleicht den Bonus wieder bekommen, aber war ja klar. Ne, jetzt müsste ich wieder irgendwo hinlaufen und dann halt eben das freischalten. Oh, ist das so nervig. Mein Gott. So, verkaufen wir ein bisschen Quatsch. Die Sachen kauft er mir ja nicht ab. Kaufen wir den Kram noch, verkaufen wir ihm noch. Ja, ist auch clever, sowas zu machen, bevor man dann weiterreist. Und jetzt gleich vielleicht völlig auf die Nuss bekommt. Ist auch eine coole Idee. So, reparieren wir noch die Sachen, die wir tragen. Ach so, deswegen trage ich es nicht mehr. Hat er vielleicht automatisch, nee, automatisch abgewählt, kann auch nicht sein. Ach, was weiß ich, weiß es nicht. So, wir hätten mehr Rüstung, weil die Sachen alle wieder repariert sind. Ja, das macht auf jeden Fall mal Sinn. So machen wir das. Gewicht ist auch in Ordnung. Jo, könnte lustig werden, dann kann es jetzt losgehen. Ich will heute so diese Dark Souls Herausforderung, diese Herausforderung, die man nicht schaffen kann, so auf die Tour. Deswegen will ich auch wahrscheinlich noch Rogue Legacy spielen. Irgendeine Idee muss ich ja haben in meinem Kopf, dass ich auf so eine Idee komme. So, komm, reisen wir hier weg. So,
So, meine Absurde wirken wenigstens noch, wenigstens etwas. So, und irgendwo müsste jetzt hier die Brücke sein. Ja, ich weiß, ich kann es hier nicht tun. Mein Gott, ist das so lahmarschig hier. Komme ich hier runter, oder was? Hm, wo ist denn die Brücke da, die mich da wegführt von hier? Ist das die hier, oder was? Anscheinend. Ich hab's jetzt nicht genau auf der Karte. Komm, jetzt gib mir Gas. Pferdchen, bitte. Ja, ich werde mal so schnell nicht ersticken. So, Novigrader Tor, das klingt doch schon mal ganz gut. Dann sind wir so in dem nördlichen Bereich, genau. Ja, da will ich nicht hin. Das war ein Waldschrattstufe, was weiß ich was. Das weiß ich noch. Jo, ich würde sagen, einfach mal so die Richtung, so feuerfrei. Einfach mal so auf der Hauptstraße. Dann dürften wir auch das ein oder andere freischalten. Komm, gib gar Hexer. Hexer. Der macht mich echt schwach, der Typ. Hexer, hallo. Ne, was ist dann? Gib mal Gas jetzt. Das ist nicht sein Ernst. Ach, jetzt. So, und jetzt können wir uns hier so umsehen und vielleicht das ein oder andere freischalten. Hier waren ja auch noch relativ coole Quests waren hier auch noch. Jo, ich laufe jetzt einfach mal so durch die Büsche. Bleib auf dem Hauptweg. Genau, sehr schön. Da sind irgendwelche Monster, die mich wahrscheinlich direkt umklatschen. Jo, ne, gebe ich mir jetzt nicht. Ja, was nämlich cool wäre, wenn man ein bisschen überleveliges Monster finden, also ein Level höheres Monster, das relativ leicht zu besiegen wäre. Das wäre ganz geil. Auf sowas hätte ich natürlich jetzt Bock. Ja, das würde uns dann doch schon ein bisschen helfen. Wie gesagt, dann könnte ich ein bisschen Zeit auch gewinnen, könnte man immer auch die neuesten Sachen dann... Deswegen mache ich den ganzen Quatsch. Warum mache ich das überhaupt? Dass ich eben auch, wenn ich neue Waffen und so weiter mir jetzt herstellen lasse, dass ich die auch eben verzaubern kann und so. Und dann nicht immer jedes Mal aufgeschmissen bin und dann eventuell die Sachen nicht wechsle und so. Es geht mal halt auch alles nicht ab. Jo, dann reiten wir mal kurz hier vorbei. Jo, machen wir mal so. Was ist das hier? Warum ist das schon? Achso, das sind diese neuen Banditenlager. Ach du Scheiße, hätte ich gar keine Chance. Die hauen mich, glaube ich, mit einem Schlag aus den Latschen. Ja. Irgendwie schalte ich hier nichts frei. Vielleicht hier mal. Das Ding hier habe ich auch in schlechter Erinnerung. War das nicht so voller Geister oder so irgendwas? Hab ich da Bock drauf? Ich glaube nicht, ne? Versteckter Schatz. Uah, nee, schnell weg. okay. Weltkarte. Habe ich da jetzt auch was? Eine Schnellreisefunktion freigeschaltet? Ne, nicht wirklich. Was mache ich denn da? Was ist das hier? War das die Kräuterkundlerhütte? Ich habe jetzt gar keine Orientierung. Wachtum von Weg. Naja, zumindest mal haben wir das. So, ein bisschen was mal freischalten, dass wir hier mal einfach auch hinreisen können. War das der Kräuterkundler? Das könnte ja gerade helfen eigentlich. Personen in Not. Uah, Totenkopf. Ach du Scheiße. Oh, nee, nee. Weg, weg, weg. Oh, wo bin ich hier? Oh, shit. Was habe ich für bescheuerte Ideen? Das hier bringt gar nichts. So, komm, hier hin und dann versuche ich da in den Norden zu kommen. So irgendwie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird sowas von nix. Die schießen mich wahrscheinlich jetzt gleich vom Pferd runter. Oder ich falle irgendwo in die Tiefe. Ue, Pferd. Pferd nimmt keinen Fallschaden. Das weiß ich ja, Gott sei Dank. Oder meine es zu wissen, nennen wir es mal so. Pferd gibt alles. Plötze hat Stahlbeine. Das ist auf jeden Fall mal sinnvoll im Gegensatz zu meinen, was weiß ich, zerberstenden Plastikbeinen. Kann Plastik, ja doch, Plastik kann ein bisschen zerbersten. Zumindest mal so ansatzweise. So, neue Markierung. Ach du Scheiße. So. Irgendwelche Banditenlager, wo wir keinen Fuß reinsetzen sollten. Ich geh mal durch die Büsche, oder? Ab durch die Büsche. Das kann lustig werden. Alter, Alter. Hat aber irgendwie so eine coole, bedrohliche Atmosphäre. Geht mal gerade ganz gut ab. Ich brauche das jetzt heute für mich. Das müsst ihr jetzt über euch ergehen lassen. Tot gequatscht zu werden und dass ich irgendeine bedrohliche Erde... Was? Erde? Nicht so schnell, Plätze. Was ist mit Erde? Was geht denn hier ab? Was ist Erde? Hä? Bin ich jetzt völlig verrückt geworden? War das... Ach, das war... Ah! Ja, ja, ja. Ich erinnere mich dunkel. Das war, glaube ich, die Kannibalenstätte da. Da oben, die sind immer schön da am Party machen. Sollen wir eigentlich mal kurz mit denen reden? Dann wird man eigentlich die Quest schon auslösen. Ich kann es ja mal versuchen. Mal kurz die anlabern, ob da irgendwas kommt. Hallöchen. Jut, hör mal. Wir haben Besuch. Was führt dich zu uns, Herr? Hast du dich verirrt? Könnte man sagen. Oh nein, Herr.
Bleib besser auf der Straße. Ist eine wilde Gegend hier. Wild und gefährlich. Was für ein Ort ist das hier genau? Ein Dorf. Sieht man doch. Ich sehe aber nur verlassene Hütten. Ja, wir sind die Letzten. Die Jungen sind in die Stadt gezogen, suchen Arbeit und die Alten sind alle tot. Nicht wahr, Jud? Stimmt genau. Okay. Bis dann. Was ist, wenn ich das andere jetzt von selbst da auflöse? Da muss man hier hinten in den Kellerbereich da gehen, da konnte ich da was finden. Hatte ich damals hier einen Geruch oder irgendwas gefunden? Irgendwas ist hier, irgendwo ist hier ein Keller oder so. War das hier? Okay, ist mal hier. Komme ich so da jetzt schon rein? Kann ich die Quest auflösen, ohne dass es wirklich gestartet hat, die Aktion? Nee, anscheinend nicht. Ich komme hier nicht rein, ich kann es jetzt nicht öffnen, oder was? So haben sie sich da abgesichert. Eigentlich ein bisschen schade. Wäre eigentlich auch cool, jetzt mal ganz ohne die Quest, dass ich das rausgefunden hätte. Also wenn man das hier findet. Vielleicht ist es auch gerade ein Bug, dass ich es nicht öffnen kann, was weiß ich. Ist ja eigentlich auch egal. So, Pferdchen, komm hierher. Wir haben noch einen Auftrag. Wir müssen noch einen Fail erledigen. Das wird so ein krasser Fail. Oh nee, ich kann nicht so sinnlos Zeit verschwenden. Das ist eigentlich, das tut mir fast weh. Naja, gut, okay, wenn ich zumindest mal die Schnellreisefunktionen hier freigeschalten habe, das ist ja schon mal was. So, reisen wir mal dorthin und ich werde noch ganz kurz speichern. Ich will mir jetzt, wie gesagt, die Zeit soll doch schon sein, dass ich mir die noch sichere. Was ich da denn jetzt geschafft habe, dass wir zumindest mal ein bisschen was von der neuen Welt gesehen haben. Die neue Welt, genau. So, ja, wir sind hier auf dem richtigen Pfad, zumindest mal so ungefähr. Hier blüht rechts und links sehr viel Böses. Wo wir keinen Bock drauf haben. Den Runenschmied zu erreichen, das wäre schon mal ganz cool. Vielleicht kann ich sogar die Quest mit ihm schon beginnen. Eigentlich dürfte das sogar sein. Dürfte ich sogar Erfahrungspunkte dafür bekommen. Burg, was? Zu jetzt da? Habe ich keinen Bock drauf. Uah. Oh Gott. Abdrehen, abdrehen, abdrehen. Vergesst es. Das könnt ihr sowas von vergessen. Boah, ey. Totenköpfe. Gar keinen Bock drauf. Scheiße. Jetzt komme ich da nicht gut hin, oder was? Wo muss ich... Hä? Wo muss ich hin? Ne, Moment mal, bin ich gerade doof? Ah ne, doch, das war hier oben. Hier hin muss ich, oder? Eigentlich nur gerade hier durch den Busch. Machen wir dann mal. Wenn die mich jetzt... Ne, oder, hä? Ne, ist ein Banditenlager. Warum ist das... Bin ich gerade dämlich? Ne, das müssen Banditenlager immer noch sein. Wird es auch wahrscheinlich bleiben. Bin ich gerade optisch ein bisschen irritiert? Ja, wahrscheinlich, weil da sind die nächsten Idioten. Oh Gott. Sind das die Wildschweinen oder was? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das da war wirklich schon mal eine ganz klasse Idee. Brunwisch, ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Brunwisch war, glaube ich, friedlich und Brunwisch ist auch, glaube ich, der Ort genau mit der Mühle. Und da müsste jetzt eine Schnellreisepunkt kommen. Und das sieht doch schon mal gut aus. Und da hätten wir Quests vom Add-on, die ich zumindest mal annehmen oder teilweise vielleicht sogar erledigen könnte. Sehr geil. Grüß. Hättest du einen Moment deiner Zeit? Ja, hören wir doch mal. Vielleicht können wir sogar was machen und kriegen richtig viele Erfahrungspunkte. Ist ein weiter Weg bis Ophir. Ein weiter Weg voller Gefahren. Aber bei uns zu Hause sagt man, im Mut zum Risiko liegt große Ehre. Hat was, unbestritten. Hält aber meinen Erfahrungen nicht stand. Gefahren gibt es viele, Ehre eher nicht. Weil dem Risiko Absicht vorausgeht. Eine Absicht ist wichtig. Den weiten Weg ich auf mich nahm, um das Unbekannte zu bewundern und mir und meinem Lehnsherrn zu bringen. Die Welt wir müssen erkunden, jungfräuliche Länder entdecken, neues Wissen unter unseren Brüdern verbreiten. Denn gibt es Schöneres im Leben, als zu bewundern das Neue und Ehrfurcht zu zeigen vor der niemals endenden Schöpfung der Welt? Ist das hier etwa ein Lager von... Laber, laber, laber. Genau, Hexer. Wir kamen, eure Bräuche kennenzulernen, Wissen auszutauschen und auch Handel zu treiben. Na gut, alles klar. Hübsches Pferd hast du da. Ach, war das ein Rennen oder so? Echt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich würde mir gern mal deine Waren ansehen. Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich mal sehen?
gleich Quintkarten, genau. Oh, geil. Die wir vielleicht jetzt so gar nicht mehr sammeln müssen. Gaunter Odim, Finsternis, neutrale Karte. Aha. Finde Karten mit dem gleichen Namen in deinem... Aha. Ach stimmt, da konnte man noch sowas ausspielen, ja genau. Ophirischer Säbel, jo, kostet ein bisschen was. Aufschlitzschaden, Art, Igni und Axi zeichnen sich jetzt kritische Trefferchance. Oh, richtig dicke kritische Trefferchance. Ist ein Handwerksschema, jo. Was haben wir hier noch? Eine Anführerkarte kaufen wir uns natürlich und einen Monsteranführer kaufen wir auch. Soll ich das Ding hier kaufen? Noch lasse ich es mal weg. So, 100er Satteltaschen haben wir natürlich. Panikstufe des Pferdes. Also ausgerüstet habe ich 60, okay, wunderschön. Dann haben wir hier noch eine Armbrust, die grottenschlecht ist. Und eine richtig dicke Rüstung, die ich leider noch nicht tragen kann. Ja, die auch schwache Resistenzen hat. Und hier der ophirische Säbel, ja, habe ich zumindest mal gesehen. Das mit dem Pferd, da kann ich mir ja mal anhören. Was macht er jetzt? Die Waren unserer Handwerker. Findest du Wert darin? Ziemlich, würde ich sagen. Ach, sie sind nichts verglichen mit dem, was ich anbieten könnte. Hätte ich nicht meine Schemata verloren. Wie hast du sie verloren? Durch Diebe. Unterwegs wurden wir von Wegelagern angegriffen. Die Schemata, deren Verlust, wiegt nicht halb so schwer wie der Verlust von einem meiner Begleiter, der beim Angriff fiel. Jo, das machen wir. Diese Schemata, ich könnte sie dir vielleicht wieder beschaffen, jo. Ich werde sehen, ob ich deine Schemata finden und dir zurückbringen kann. Damit können sie Dinge herstellen, die eines Königs würdig sind. Sag mir, wo du angegriffen wurdest. Erinnerst du dich? Auf einer Kreuzung, nicht weit weg. Vergib mir, dieses Gebiet ist mir kaum bekannt. Genaue Wegweisungen habe ich keine. Nördlich von dort stand ein Haus, fast eine Ruine. Sollte sich finden lassen. Bis dann. Ja, was mit dem Pferd lasse ich mal jetzt mal weg. Und auch, dass er mal erzählt von der Heimat, das interessiert mich jetzt alles nicht. Die Welt sei mit dir. Jo. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Ja. Lebe wohl. Jo. Das machen wir alles, wenn es mal so weit ist. Das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Ach, der Runenschmied ist noch hier unten drin, oder was? Der zieht sich erst dann nach oben. Okay. Dann machen wir das mal. Hallo. Ich grüße dich. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Versteh mich nicht falsch, aber ehrlich, die Welt muss man nicht großartig preisen. Ah, Nordlinge. Immer unsympathisch, legen das Gesicht in Falten, missmutig, kritteln sogar an Begrüßungen rum. Aha, aber jetzt bin ich griesgrämig. Und du willst handeln. Leider kann ich dir nichts schmieden. Ich habe alles verloren. Auch mein Werkzeug. Dein Beruf, was machst du genau? Ich möchte dir helfen, deine Sachen wiederzubekommen. Also, manchmal löse ich Probleme. Und ich habe sogar schon verschwundene Gegenstände zurückgeholt. Für mich kannst du das nicht tun. Ich war auf einem großen Schiff. Es sank und hat meine Instrumente in die dunklen Meerestiefen gerissen. Einen Ersatz zu kaufen ist nicht möglich? Spezialanfertigungen waren das. Nach eigenem Entwurf. Ein Vermögen haben sie gekostet. Und all mein Geld, das ich bei mir trug, liegt ebenfalls auf dem trüben Meeresgrund. Das ist natürlich jetzt bitter. Bist du Handwerker oder Magier? Deine Sprache hat kein Wort für meinen Beruf. Ich bin Gelehrter, Handwerker und Magier zugleich. Gematrie, Runenherstellung. Sagen dir diese Worte etwas? Nein, aber Runenherstellung erklärt sich ja wohl von selbst. Stimmt, aber mein Handwerk reicht noch weiter. Runen und Glyphen fertige ich zuerst. Dann ordne ich sie zu mächtigen magischen Worten an. Diese Kunst hat viele praktische Anwendungen. Korrekt angefertigte Runensteine, in ein Schwert als magisches Wort eingesetzt, verleihen der Klinge größere Macht als bei zufälliger Anordnung. Solche Worte können auch aus Glyphen bestehen und in Rüstungen eingesetzt werden. Vielleicht können wir einander helfen.
Deine Fähigkeiten könnten mir vielleicht nutzen. Daher würde ich dir gerne helfen. Was hältst du davon, wenn ich dir das nötige Geld bringe? Du könntest es mit Runen und Glyphen zurückzahlen. Ganz sicher? Eine hohe Summe brauche ich. Selbst einfachste Glyphen erfordern teure Werkzeuge, von fortschrittlichen oder meisterlich gefertigten ganz zu schweigen. Keine Sorge. Ich glaube, das wird eine gute Investition. Sehr schön, da hatte ich es doch richtig in Erinnerung. Ich dachte schon, ich müsste jetzt irgendwo hinreisen und die Sachen holen. Aber ne, 5000 geben wir mal. Ich habe etwas Geld dabei. Reicht das? Es ist ein Anfang. Ein teures Handwerk. Doch es kostet mehr als Geld. Ich brauche auch einen Stein aus Jade von angemessener Größe. Ach, stimmt, scheiße. Mal sehen, was ich tun kann. Ich hab's doch richtig in Erinnerung gehabt. Ich muss den Quatsch doch machen. Ah, ich muss noch was holen gehen. 5000 Gold haben wir schon bezahlt, aber wir müssen jetzt noch den anderen Käse da machen. Oh, nee. Gut, alles klar. Ich glaube, das kann ich vergessen. Was ich jetzt mal mache, ich werde hier jetzt halt eben speichern und off-Kamera mal versuchen, ein, zwei Monster hier zu töten. Ob das irgendwie funktioniert, ich glaub's ja nicht. Ja, und dann machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Vielleicht werde ich off-Kamera auch noch ein bisschen Monster töten, sollte es funktionieren, was ich wie gesagt nicht glaube. Und dann machen wir auch wieder sinnvoll weiter. Da könnte ich mir vorstellen, dass man die Hauptquest mal weiter durchziehen, dass man da ein bisschen weiter vorankommt. Ja, und dann sehen wir mal, wie das alles so funktioniert. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.